Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link's Awakening. Im letzten Part sind wir in Schildkrötenfels angekommen und den versuchen wir in diesem Part abzuschließen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Und ich bin anscheinend falsch gegangen. Muss ich dahin? Aber wo gehen. Also, ja, genau, da sind wir das letzte Mal stehen geblieben und nicht weitergegangen. So. Kann man alles zerbomben, aber ich wusste nicht warum man das zerbomben sollte. So, jetzt geht's rauf und links. Ja, links ist ja nicht wirklich was, wie es ausschaut. Ah ja, das ist der Spaß. Das macht mir eigentlich nicht so wie ich. Ich glaube, das macht man normalerweise von oben. So, ein Schlüssel. Dann gehen wir doch mal da links. Einen Schlüssel brauche ich für da. Es ist da doch irgendwas oder was? Ja, da brauche ich auch wieder einen Schlüssel. Ich kann da oben nicht lang, ne? Na. Ja. Da braucht man auch wieder einen Schlüssel. Ich muss alle Feinde besiegen. Ich weiß nicht mal, wie man den da besiegt. Ja. Ja gut. Dann gehen wir mal da lang. Das war gut. So, dann beim Fall. Es wird gar nicht angezeigt, wenn es irgendwas geben würde. Oh. So, zwei Schlüssel brauche ich. Da links. Das habe ich denn die Schlüssel, dass ich weiterkomme? Ups. Ich will eigentlich rüber springen. Erst springen. So, dann gehen wir mal darauf. Das ist eine Truhe. Oh, muss ich alle besiegen oder? Muss dann sein, alle besiegen, dass ich da durchkomme. Oh, dumm. Aber in der Truhe ist anscheinend ja nichts. Aber ich besiege mal alle das. Dann, falls man später da durch. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt da durchgehe oder später. Der ist so nervig, der Feind. Was? So. Jetzt gehen wir mal da nach links. Ah, okay. Da kommt man von irgendwo hin her. Oder so. Was ist in der Truhe? 50 Rubine. So. Da ist die Posttür. Warte, für das brauche ich einen Schlüssel. Für das brauche ich einen Schlüssel. Aber wohin bringt mich das da? Ich könnte noch, bevor ich die Tür aufmache, zurückgehen. Und darauf. Und dann da schauen. Weiß ich, was am gescheitesten ist. Ich lasse mal die Tür zu. Weiß nicht was.
Ja, dafür brauche ich auch einen Schlüssel. Das ist ja das Komische. Ich weiß nicht, für was ich da einen Schlüssel brauche. Ja, für die zwei Fackeln. Nein, um darüber zu kommen. Es ist wahrscheinlich Richtung Boss-Tür das. Dann nehme ich mal stark an, dass der Weg für die Boss-Tür sein wird. So, dann gehen wir mal da auf. Achso, da war ich ja gerade. Achso. Oh, das ist das da. Ja, da muss ich von oben leider her. Da muss ich von oben töten, das weiß ich. Das kriege ich den Schlüssel nicht. Okay, das ist einmal so heilbarsam. Und da ist eine Treppe nach oben. Die nehmen wir mal. Da, falls ich irgendwas brauche. So, dann darauf. So. Ah, das ist der Weg von dem, was man normalerweise kommt, oder was? Ups. Kommt man normalerweise von dem Weg? Wo komme ich raus? Da. Okay, dann muss ich eine von den unteren Treppen nehmen, weil ich muss daher kommen irgendwie. So. Ach so, das ist dumm. Wie komme ich runter? Wie komme ich eigentlich jetzt wieder runter? Gar nicht, oder was? Achso, oh ja. Wenn ich das wegschieb und dann darüber springe. Genau. Dann komme ich wieder daher. Au. So, da haben wir mal eine Treppe hinauf. Gehen wir mal die Treppe hinauf. Okay, da brauche ich das Dungeon-Item. Ohne Dungeon-Item komme ich da nicht weiter. Da ist eine Wand zum Aufsprengen. Ah, da ist der Schalter. Ich weiß nicht, welche Farbe der haben muss. Das ist das Problem. So, das heißt, ich muss zu einer anderen Treppe. So, hoppala. Das heißt, ich muss zu der Treppe da mal schauen. Da, da. Und schauen, was die für mich hat. Das ist aber auch das. Kann ich sie doch von unten besiegen? Gibt es sonst noch irgendeine Treppe rauf? Es gibt eine Treppe runter, die da. Die Treppe rauf habe ich benutzt, die habe ich benutzt, die habe ich benutzt. Die habe ich nicht benutzt, oder? Die habe ich benutzt. Also muss ich die dann noch anschauen, wie es ausschaut. Ja, ist ein bisschen Rätselraterei momentan. Aber was soll ich machen? Das war das Beste überhaupt. Wacht das eigentlich wieder auf, wenn ich falsch geschoben habe? Ich habe keine Ahnung. So. So. Das heißt, ich muss da wieder ran. Dann nach links. Aber wo führt mich denn dann das hin? Ja, wenn die eine Treppe, die was jetzt noch übrig ist, mich nicht dorthin bringt, wo ich hin will, dann muss ich hier die zwei Schlüssel für das benutzen, leider.
na die da. Wenn mich die nicht dorthin bringt, wo ich hin muss, dann muss ich die zwei Schlüssel benutzen. Das ladet auf jeden Fall. Dass ich hier nicht aufgegangen. Hoffe ich. Oh, da ist ein Herz da. So, das heißt, es fehlt nur noch eins. Dann haben wir wieder vier. Au. So, und da komme ich jetzt dort runter, wo ich hin muss, oder? Bingo. Weil ich weiß, dass ich die von oben besiegen muss. Die muss ich leider von oben besiegen, das weiß ich. Das ist in Erinnerung geblieben. So. Das war jetzt nicht so gut. Nein. Aber ich habe eh 60 Bomben, ist halt nicht so viel falsch. Oh. Außer mir passieren solche Fails. Einer ist tot. Ach du so. Ist das dein Ernst? Ich hasse diese Dongo-Schnecken. So sehr. Weil ich bin mir relativ sicher, dass sonst die Kiste nicht auftaucht, wenn man hätte es unten besiegt gehabt. So, jetzt haben wir drei. Ja, jetzt können wir alles theoretisch öffnen. Na, warte, wie viel? Eins, zwei, drei, vier. Ein Schlüssel fehlt trotzdem. Da rechts bin ich noch nicht gewesen. Komme ich auch anscheinend von da nicht dran. Erst du. So, das heißt, ich muss jetzt zwei für das dort. Also für das da verwenden, weil sonst komme ich nicht weiter. Das ist der einzige Weg, wo ich also nicht weiß, aber wo ich noch nicht war. Wo es weitergehen kann. Dumm, einfach nur dumm. So, wo führt mich jetzt der Weg hin? Natürlich brauche ich, muss blau unten sein. Yep. Okay. Besiegt. Easy. Also blau muss unten sein. Danke, klar.
So, wo war jetzt der Schalter? Da. Oder? Wie komme ich jetzt dahin? Auf, rechts, da, runter, ne? Also rauf, da rechts, in die Lava fallen, dann aktivieren auf das. Dann das einfach geradeaus. Und dann wieder zurück zum Teleporter. So. Und das Bahnschneiden wahrscheinlich wohl. So. Und es ist den magischen Stab. So, das heißt, ich muss jetzt wieder zurück. Ja, einer von den zwei Wegen ist der Boss und einer von den zwei Wegen ist nicht der Boss. Das weiß ich, aber ich weiß nicht mehr, welcher von den zwei der Boss ist und welcher von den zwei nicht der Boss ist. Das muss ich jetzt rausfinden. So, das heißt, der erste Weg. Hoppala. Ist einmal der da. Also ich schaue, ob das Boss ist oder nicht. Kann nämlich nicht. Bin mir nicht sicher. Ich weiß es wirklich nicht. Oder? Ist das der Bossweg? Das da unten nicht. So, jetzt ist richtig. Gespannt, Bossweg oder nicht? Nein, passt. Richtig. Weil der Boss geht, müsste da irgendwo sein. Ich glaube, da kann ich das weggeben und so, keine Ahnung. Noch mehr. So. Jetzt habe ich aber dann alle zwischen Bosse dann einmal besiegt, ne? Es kommt, es sollte keiner mehr da sein. Wo rennt der hin? Bin in die Lava geflogen, weil ich gescheit bin. Alter! So nervig manchmal. Easy. Fee. Hallo, Fee. Danke. So, und das müssen wir jetzt ganz ausfüllen. Easy. So, und das ist jetzt der Boss-Key. Und jetzt können wir zum Boss gehen. Zum letzten Boss. Also den letzten Tempel-Boss. Ne? So,
Ja, jetzt kann ich da wieder runtergehen, einmal in Gras, ne? Und dann zum Boss. Sollte mich eigentlich direkt eine Leiter hinführen. So, da runter. Das war so gut, dass ich es fast liegen gern wiederholen würde. Ah, ein zwei. Ein. Na. Let's play, das war's in zwei Parts. Oh. Derartig ist. Oh, ein Dungeon. Ganz okay. So, das sollte jetzt die Treppe sein zum Boss. Ich weiß, dass das ziemlich schwer ist. Also ich weiß. Das kann ein bisschen länger dauern. Ja, das darf ich gleich nicht wegmachen. Aha, ich schneide es gleich ran. Warte. Na, das geht nicht. Schade. Schade, dass ich das nicht spammen kann. Warte, kann ich eigentlich? Nein, schade. Aber, also ich glaube, ich komme sonst so nicht drauf. Ha, ich hab's geschafft. Na, Wahnsinn. Echt nicht schwer. So, jetzt muss ich nur da reinkommen. Perfekt. So, muss eigentlich nur die Reihe und die Reihe wegkriegen und dann passt's, ne? Oder? Ja, genau. Und wir sind beim Boss. Ich weiß nicht, ob ich da den magischen Stab brauche oder nicht. Du bist am Ende. Niemals werde ich dich die Instrumente des Serena spielen lassen. Niemals! Hitzkopf! Au! Ich muss auch schnell sein, ne? Wenn ich wüsste von wo er also da muss ich zweimal. Aua. Erst. Was? Warum nur? Warum bist du hergekommen? Ohne dich wäre alles in Ordnung. Du darfst den Windfisch nicht aufwecken. Du bist selbst nur Teil seines Traumes. Ist das wahr? Ist das wirklich nur ein Traum? Und selbst wenn. Wir haben ein Herzcontainer. Wir haben ganz schön viele Herzen eigentlich, muss ich sagen.
Und das letzte Instrument. Die Oktopus-Trommel. Ah ja, schön. Ei, das Ei ruft. Ich weiß. Ups, falsch. Ja, dafür werde ich bestraft mit eine ja, Taktilus-Angriff. Ja, da ist das Ei. Das ist die letzte Station. Ich mag mir noch ein Herzteil kaufen. Das wenigstens das komplett ist. Ihr könnt jetzt noch gerne schreiben, ob ihr noch 100% sehen wollt. Oder eben nicht. Ich lasse das Ganze euch entscheiden, ob ihr das wollt oder nicht. Da gibt es da noch ein Herzteil? Nein, da gibt es nur die Schiefertafeln oder was auch immer darstellt. So, gibt es da noch ein Herzteil zum Kaufen? Also zum Gewinnen? Nein, die ganzen Dings gibt es da. Und Muscheln. Ich weiß nicht, wo ist noch ein Herzteil? Da ganz rechts. Und da im Zoodorf. Das, was ich am... als erstes krieg, mache ich. Gehe ich nach Zoodorf und hol mir das einfach. Falls ich es noch nicht geholt habe. Es kann sein, dass ich es geholt habe, aber nicht demarkiert habe. So. Na, gucken wir mal. Und nach dem Herzteil gehen wir Richtung Ei. Also da ist noch ein Herzteil laut dem, was ich eintragen habe. Aber wo? Ups. Ja, das ist aber... Achso, genau, ich muss erst eine Bombe rüberwerfen. Genau, und dann muss ich... Also ich sollte vielleicht so... Egal, so... Kommst. Nein! Das passiert mir auch gerne, ne? So, dann hole ich mal das da. Du hast 4 Herzteile. So, es fehlen nur noch 4 ganze Herzen. Das heißt, es würden... Obwohl... Falls wir 100% spielen wollten... Noch 4... 8, 12, 16 Herzteile fehlen. Wobei ich jetzt nicht hundertprozentig bin, ob das alles Herzteile sind. So. Boah, alles Hütte. Also das Spiegelschild tut das zurückfahren oder was? Das habe ich noch nie ausprobiert, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und wir müssen...
Oder soll ich das Finale jetzt noch reingeben? Ich überleg's mal, wenn ich das... Wenn ich dann im Ei drinnen bin. So. Ah, es kommt noch ein letztes Mal der Uhu. Der Moment ist gekommen, der Windfisch wartet auf dich. Geh in das Ei, Uhu. Ja, jetzt ist die Frage, ne? Achso, ich habe mir das nicht da angeschaut, ne? Das war ein Fehler, ne? Ja, ich habe was Wichtiges vergessen zu machen. Was sehr, 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 sehr Wichtiges. Warum fällt mir das ein, wenn ich beim Windfisch bin? Dumm. Vergesse ich das Wichtigste überhaupt? Ich habe mir gedacht, vielleicht weiß ich es noch auswendig. Naja, war nicht so. So, wo ist die Bücherer? Das da, ne? Die versteckte Macht der Farben, willst du die... Warte, das ist das falsche Buch. Das ist für Windfisch, ne? Okulent, Buch lesen, ja. Kann ein Irrgarten sein. Ich muss was aufschreiben. Also. Links. Links. Oben. Rechts. Rechts. 1, 2, 3, 4 mal rechts. 1, 2, 3, 4. Und einmal oben. So. Das da oben wäre der Farbdungeon. Wie gesagt, ich würde das nur machen, wenn man... Also Farbdungeon so würde ich machen, wenn wir 100% machen. So, aber jetzt... Ja, ich hab's ganz vergessen. Das Wichtigste habe ich vergessen. Jetzt ist die Frage, in dem Part noch? In den Strecken auf weiß ich nicht wie lang? So, aber jetzt. Wie man so dumm sein kann wie ich. So, da müssen wir auf jeden Fall runterfallen. So, bei denen ist egal. So, zweimal nach links. Einmal. Zweimal. Einmal nach auf. Gehen wir nach rechts. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Und einmal nach oben. Ach, was ist das? Weil es das Finale ist. Wir sind aus Albtraum geboren. Wir haben den Windfisch in den endlosen Schlaf versetzt, um die Herrscher
dieser Traumwelt zu werden. Und solange der alte Wunsch verschlägt, wird diese Insel nie verschwinden. Wenn du nicht gekommen wärst, hätten wir hier für immer herrschen. Oh, aber wer weiß, noch hast du uns nicht besiegt. Bist du bereit? Welcher Boss kommt als erstes? Wie ist der schnell gegangen? Warte, ist der mit Pfeil und Bogen gegangen? Ich weiß es ja nicht mehr. Nein. Ist der mit... War das der mit Zauberpulver? Nein, war das der mit Bomben? Hat er das Federn? Weiß ich ja nicht. Weiß ich noch, welcher Boss das war? Vielleicht. Der war's nicht. Weiß ich das noch? Ja, wenn ich noch wüsste, welcher Boss das war. Welcher war denn das? War das nicht der mit der Bombe? Ups. Ist das ein Boss, was ich nicht besiegt habe? Ich weiß es nicht. Ich weiß gerade wirklich nicht, welcher Boss das ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Das macht ja nichts. Ich bin verwirrt, welcher Boss ist das? Das ist eh der. Denke ich mal ja, dass der ist. Verwandelt sich in jeden Boss, was wir schon mal besiegt haben. Ja, also den haben wir noch nicht besiegt. Ja, wie besiegt man den jetzt? So nicht. Kann ich zurückschlagen? Ja. Das nicht. Erst. Hey, das ist unfair. Der ist ein Arsch. Der schaue ich halt, dass ich ein bisschen näher stehe. Au. Das ist unfair. Aber weiß man, was er macht? Das weiß man ja vorher nicht, das schaut alles gleich aus. Gibt es da irgendein Muster, wie man das erkennen kann, was er schießt? Ich erkenne mich leider keins. Welcher Boss ist er jetzt? Also der Burger, der ist eh einfach.
Nur halt in dunkler Form. Einmal oder zweimal noch. So. Sollte noch einer kommen, glaube ich. Oh, Ganondorf. Nichts genommen. Au. Heißt also ich. Dann weich ich halt. Ja, was dumm ist, ich muss die Wirbelattacke machen bei ihnen. Ja, ich bin da gleich wieder tot. Ich habe nur 4 Herzen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Kann man die eigentlich besiegen? Ich weiß es gerade nicht. Also man kann es auf jeden Fall abwehren. Ich muss mich ein bisschen zusammenreißen bei Ganondorf jetzt. Es war gar nicht so schiss. Oh, fuck. Und? Der besiegt? Den habe ich auch noch nicht gemacht. Fuck. Ha, das ist gemein. Ich weiß ja nicht mal, welcher Boss das ist. Ja. Das ist urgemein. Ich weiß ja nicht mal, welche... Was die letzte Phase ist. Na gut, dann... Machen wir den Boss im nächsten Part. Ich schaue, dass ich mit vollem Leben da wieder reingehe. Ich hoffe, der Part hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, würde ich mich über jeden Daumen freuen, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis bald und ciao.